Gut, also ich habe jetzt erklärt, wenn ich eine Matrix habe und ich will es in diagonale Form bringen, dann sollten wir unsere Basis transformieren in eine neue Basis. Die schreibe ich dann in eine Matrix T rein. Und der Basiswechsel auf dem Level der Matrix bedeutet dann, dass ich die Matrix mit T und T um minus 1 multiplizieren sollte. Und die Idee ist dann natürlich, dass es danach diagonal wird. Und jetzt für unser Beispiel, das wir hier hatten, da habe ich jetzt einfach eine Basis präsentiert, ja, und behauptet, das ist die richtige. Und vielleicht wollen wir das mal nachprüfen. Aber natürlich, das Ziel wird sein, zu verstehen, wie finden wir überhaupt das T. Ne? Also ich gebe das jetzt einfach an und wir können es nachprüfen. Aber üblicherweise ist es ja nicht gegeben, sondern das will ich gerade finden. Aber gut, gucken wir uns mal an, dass es hier wirklich genau das tut, was es tun soll. Nicht? Also ich nehme jetzt meine Matrix A und multipliziere die halt mit T hoch minus 1 und T. Genau mit denen da. Ne? Also, ja, was habe ich dann? Also das T hoch minus 1 ist ein halb 1, 1, minus 1, 1. Das multipliziere ich mit a. Das war ja das 3, 1, 1, 3. Und hier auf der Seite multipliziere ich mit t. Also 1, minus 1, 1, 1. Ja, jetzt hoffen wir mal. Also ich multipliziere mal erstmal das mal das. Das ist dann also 3 plus 1, das ist 4. Minus 3 plus 1, das ist also 2. Minus 3 plus 1 ist also minus 2. Hier habe ich 1 plus 3, das macht 4. Und hier habe ich minus 1 plus 3, das macht also 2. So, gut, das ist dieses Produkt. Jetzt multipliziere es mit dem. Dann habe ich also erstmal das ein halb. Was kriege ich beim 1, 1? Da habe ich also 4 plus 4, das macht 8. Hier habe ich minus 2. Plus 2, das ist 0, ist schon mal gut, wir wollen ja was Diagonales. Hier habe ich minus 4 plus 4, ist auch eine 0, also haben wir genau das Richtige gemacht. Und hier kriegen wir halt 2 plus 2 ist 4. Also ein halb mal diese Matrix, also 4 und 2. Also durch diese Koordinatentransformation habe ich meine ursprüngliche Matrix A auf diese neue Matrix B transformiert. Nicht? Und das hier ist jetzt. Diese Matrix sagt mir jetzt halt, wie meine lineare Abbildung funktioniert, wenn ich alles durch diese neuen Vektoren ausdrücke, ne? Also durch diese neue Basis. Ja, okay, also vielleicht schreibe ich das auch nochmal hin. Ich meine, in der Basis B, da sehen wir ja, der Effekt von dem hier ist, dass ich die Standardbasis mit den entsprechenden Elementen auf der Diagonalen multipliziere. Das heißt, der Effekt von B ist natürlich, wenn ich das auf den Vektor 1, 0 anwende, dann kriege ich zweimal den Vektor 1, 0 raus. Und wenn ich das für A zurückschreibe, dann heißt es nichts anderes, als dass, wenn ich das A auf das erste Basiselement aus dieser neuen Basis anwende, dann hat es genau den gleichen Effekt, dass es nämlich mit 2 multipliziert. Ja, aber vielleicht. Also das hier entspricht eigentlich dem. Ja, gucken wir uns das vielleicht auch nochmal explizit an. Also a mal g hoch minus 1 ist ja 3, 1, 1, 3. Und das g1, das war ja der Vektor 1, 1. So. Ja. Gut, was ist das? Wenn ich das hier ausrechne, das ist ja dann 3 plus 1 ist also 4. Und 1 plus 3 ist auch 4. Ja, das ist also einfach viermal dieser Vektor G1, 1. Nicht? Weil viermal ist ja viermal 1, 1 und 1, 1 war ja der Vektor G1. Ja, und wenn man genau das Gleiche mit der zweiten Komponente macht, also das B angewandt auf 0, 1, das multipliziert es ja mit 2. Ne? Also da kommt ja zweimal das raus. Und das entspricht der Tatsache, wenn ich das auf der Ebene von a rechne, dass, wenn ich das a anwende auf das g2, dass dann halt auch zweimal das g2 rauskommt. Also das a angewandt auf g2, kann ich auch wieder ausrechnen, ist einfach zweimal g2. Ja. Ja, gut. Weil die Matrix T macht ja genau den Übergang zwischen diesen. Also zwischen diesem und diesem und zwischen diesem und diesem Vektor. Ne? Das heißt, die transformiert das, was für diese Vektoren hier mit b passiert, in das, dass das Gleiche für a mit den Vektoren g1 und g2 passiert. Gut, okay, das ist natürlich schön. Also das wollen wir eigentlich. Aber die Frage ist jetzt, wie können wir überhaupt, ja, erstens mal
diese Elemente, die hier auf der Diagonalen stehen, wo kriegen wir die her? Diese 4 und die 2, die sehe ich dem Ding hier ja gar nicht an. Ne? Also da ist nicht klar, warum steht hier 4 und 2. Und diese Vektoren G1 und G2 sind vielleicht auch nicht so ganz klar. Also wir müssen jetzt versuchen, die irgendwie abstrakt dazu charakterisieren, was müssen wir machen, um die zu finden. Und das ist natürlich das Wesentliche hierbei. Also ich schreibe es vielleicht mal ein bisschen in Prosa an. Also unser Ziel ist also für A, also für ein allgemeines A, eine neue Basis zu finden, ja, aus den Vektoren G1 bis Gn bestehend, ja, so dass es in dieser neuen Basis diagonal ist. Und dann steht auf der Diagonale stehen natürlich reelle Zahlen. Ja, das heißt, die müssen wir auch finden, weil die kennen wir ja auch nicht. Also wir müssen diese Gs finden und dann die Sachen, die nachher auf der Diagonalen stehen, Lambda 1 bis Lambda n, nenne ich die mal, zu finden. Ja, so dass halt, wenn ich in die neue Basis umtransformiere, also wenn ich das B berechne, und das heißt ja, ich nehme das A und multipliziere das von der einen Seite mit t hoch minus 1, von der anderen Seite mit t, dass dann was Diagonales rauskommt, wo dann halt gewisse Lambda 1 bis Lambda n drinstehen. Nicht? Also das hier soll nur die Diagonale sein, alles andere ist 0. Ja, wobei halt das t, das enthält genau als Spalten diese Vektoren g1 bis gn. Ja, okay, und jetzt müssen wir uns überlegen, was, ja, wie finde ich diese Gs und die Lambdas? Ja, vielleicht überlegen wir uns also nochmal, was das hier genau heißt. Nicht? Also das B diagonal heißt, das multipliziert die Vektoren aus der Standardbasis mit Lambda k. Gut, das B habe ich ja nicht, was ich habe, ist das A. Und das heißt natürlich, für das A habe ich Vektoren, die auch mit irgendwas multipliziert werden. Nicht, weil also dass das B diese Gestalt hier hat, das heißt ja, wenn ich das B anwende auf das EK, dann wird das EK mit Lambda multipliziert. Nicht einfach so eine Matrix angewandt auf die Matrix lauter Nuller, nur eine 1 an der Kartenstelle, das gibt mir natürlich wieder einen Vektor mit lauter Nuller und an der Kartenstelle steht dann genau das Lambda K. Gut, okay. Also das hier ist das in B, aber das kann ich ja umschreiben. Das B ist ja t hoch minus 1 a mal t. Nicht? Also das hier angewandt auf ek ist Lambda k mal ek. Und jetzt wissen wir ja, das t macht aus dem ek das gk, also diesen neuen Vektor. Und wenn ich das t hoch minus 1 hier auf die andere Seite schaffe, dann habe ich hier auch t von ek, also auch das gk. Nicht? Also das hier ist das gleiche wie a, ich schreibe es nochmal hin, tek. Und ich schaffe jetzt nur das t hoch minus 1 auf die andere Seite und kann das noch vertauschen mit dem Lambda k. Also schreibe es als Lambda k mal tek. Und das hier ist natürlich der Vektor gk. Und das hier ist auch der Vektor gk. Gut, damit habe ich also jetzt nur nochmal gesagt, dass das, was ich für b sehe, dass nämlich sehr spezielle Elemente, nämlich die Elemente aus der Standardbasis, einfach mit Zahlen multipliziert werden. Das passiert für A auch, aber das passiert halt dafür Vektoren, die ich erstmal noch nicht kenne. Ja? Und das ist genau das Problem, das ich lösen muss. Und so eine Gleichung, dass nämlich A von irgendeinem Vektor ein Vielfaches von dem Vektor ist, das nennt man eine Eigenwertgleichung. Und diese Vektoren hier, das sind dann Eigenvektoren, und diese Dinge hier, das ist der Eigenwert. Und das ist das, was man in der Spektraltheorie macht. Man sucht halt Eigenwerte und Eigenvektoren. Nicht? Also wir werden es später nochmal präziser definieren. Nicht? Aber ich sage es nur schon mal. Also das GK ist dann halt ein Eigenvektor. Und zwar zu dem Wert Lambda K. Und das Lambda K ist der zugehörige Eigenwert. Zum Eigenwert Lambda K. Also Eigenvektor und Eigenwert sind hier die zwei wesentlichen Begriffe, die wir später nochmal genau präzisieren werden. Okay, also was, gut, mein,
Wir suchen die Dinger immer noch. Es ist noch nicht klar, wie wir sie finden. Nicht, aber das ist, was wir suchen. Also was wir eigentlich suchen, wenn ich eine Matrix A habe, sind also solche Eigenvektoren. Nicht, also das sind Vektoren. Ja, die müssen natürlich, nenne ich jetzt einfach mal V allgemein, ja, die müssen natürlich von 0 verschieden sein, weil ich will ja, das soll ein Element von meiner Basis sein, auf die ich transformiere. Und Basiselemente müssen natürlich von 0 verschieden sein. Also ich suche so einen Vektor V, sodass halt die Wirkung von A auf diesem V einfach nur eine Multiplikation mit einer Zahl Lambda ist. Sodass also AV einfach Lambda mal X ist. Nicht? Und wir suchen quasi das V und das Lambda. Nicht? Also insbesondere wir suchen die Lambda, für die es überhaupt solche Vs gibt. Weil von den Lambdas wird es nicht wirklich viele geben. Ne? In unserem 2x2-Beispiel, da sind die möglichen Lambdas, die sind halt 4 und 2. Nicht? Das müssen wir verstehen. Warum gibt es nur die? Und wenn ich die habe, wie finde ich die Vs dazu? Ja, aber das können wir jetzt verstehen, weil was ich hier habe, ist nämlich ein lineares Gleichungssystem und damit können wir umgehen. Ne, warum? Was habe ich hier? Ne, ich habe ja hier A mal V ist Lambda mal X, oder ich kann das auch umschreiben, dass ich sage, ich bringe das hier auf die andere Seite und dann habe ich A minus Lambda mal die 1 angewandt auf V ist gleich 0. Nicht? Also das hier soll die Einheitsmatrix sein. Weiß nicht, vielleicht habe ich die auch I genannt oder 1n oder je nachdem, aber also das soll die Einheitsmatrix sein, ja, die also V auf V abbildet. Ne, und dann ist diese Gleichung hier, ist das hier. So, und jetzt, was ich hier habe, ist jetzt ein lineares Gleichungssystem. Ich meine, das hier ist eine Matrix, gut, da steht das Lambda drin, aber für ein festes Lambda ist es halt eine Matrix, die wende ich auf einen Vektor an und ich suche Vektoren, sodass diese Gleichung erfüllt ist. Ja, und die Frage ist, gibt es da Lösungen? Natürlich, lineare Gleichung, homogene Gleichung, hier steht 0. Ja, die hat natürlich immer die Lösung V gleich 0. Aber an der Lösung sind wir nicht interessiert. Wir wollen ja nicht triviale Lösungen. Na, das heißt, wir suchen also hier Lösungen von diesem Gleichungssystem, die verschieden von 0 sind. Ja, und da wissen wir ja, wenn ich hier so eine Gleichung habe und meine Matrix A ist invertierbar, dann hat die natürlich eine eindeutige Lösung. Das heißt, wenn ich hier eine nicht triviale Lösung finden will, dann darf dieses A nicht invertierbar sein. Das ist genau die Bedingung, die mir charakterisiert, für welche Lambdas das überhaupt passieren kann. Okay, also was ich wissen will, ist, ob eine Lösung V, aber verschieden von 0, davon existiert. Nicht? Und so eine Lösung existiert genau dann, wenn halt diese Matrix hier, nicht, die mein Gleichungssystem hier bestimmt, wenn die nicht invertierbar ist, wenn also A minus Lambda mal 1 nicht invertierbar ist. Okay, wir müssen also quasi alle möglichen Lambdas durchprobieren und überprüfen, ob diese Kombination zwischen A und Lambda mal der Einheitsmatrix, ob die invertierbar ist oder nicht. Okay, und jetzt sollen wir uns daran erinnern, dass wir ein ziemlich gutes Kriterium haben, um zu entscheiden, wann eine Matrix invertierbar ist, und das ist die Determinante. Ne? Wenn nämlich Invertierbarkeit ist äquivalent dazu, dass die Determinante von 0 verschieden ist. Also das ist genau das, was wir hier dann wirklich im Endeffekt überprüfen müssen. Das heißt, wir haben also so eine Lösung, eine nicht triviale Lösung V, genau dann, wenn die Determinante von A minus Lambda mal 1 gleich 0 ist. Also es soll ja nicht invertierbar sein und das heißt, die Determinante muss gleich 0 sein. Ja, genau. Und das ist dann genau ja, die Charakterisierung und auch unser Algorithmus, mit dem wir halt diese Lambdas bestimmen werden. Wir müssen also gucken, ich meine, das hier ist jetzt, A ist ja gegeben, ne? Lambdas wollen wir suchen, für die das nicht invertierbar ist, das hier ist das Produkt. Ne? Und ja, kann man vielleicht schon sehen, das werden halt polynomiale Gleichungen sein, die haben halt eine gewisse Anzahl von Lösungen, das gibt uns dann die Lambdas, zumindest mal die Kandidaten, und dann müssen wir natürlich noch gucken, ob wir Vs finden. Nicht, aber für die Lambdas, wo das halt von 0 verschieden ist, da wissen wir, dass es zumindest ja, gewisse Lösungen geben sollte. Ne? Und das müssen wir dann halt
gucken, wie weit wir das ausführen können. Und dann können wir aber durch diese Lösung, können wir uns so ein Matrix T verschaffen, ein neues Koordinatensystem, und die Matrix A dahin transformieren. Und dann sollten wir was Diagonales hoffentlich kriegen. Ja, ich meine, also wenn es diagonalisierbar ist, dann müssen wir hier hinreichend viele Lösungen dafür finden. Und das wollen wir uns dann im Folgenden vielleicht erstmal noch an Beispielen angucken. Erstens mal, wie man es konkret macht und ob es wirklich funktioniert und wo es eventuell Probleme geben könnte.